Wusstest du schon, dass es mindestens fünf unterschiedliche Salsa-Grundschritte gibt? In diesem Video zeigen wir dir alle fünf, denn die sind notwendig, damit du alle deine Salsa-Figuren super smooth tanzt. Wir beginnen mit dem Salsa-Rhythmus. Das ist dieses kurz, kurz, lang und kurz, kurz, lang. Das heißt, das ist einmal das Essentielle, weil das die Grundlage für jeden weiteren Salsa-Grundschritt ist. Das heißt, wir tanzen 1, 2, 3 und 5, 6, 7. Die 4 und 8 sind Pause. Ich drehe mich mal um. Die Lieder beginnen mit links, Follower rechts. Auf 5, 6, 5, 6, 7. Und 1, 2, 3 und 5, 6, 7. Und 1, 2, 3. Und jetzt mit dem können wir uns auch ein wenig durch den Raum bewegen. Wenn du das schaffst, dass du dich so ein wenig drehst, und vorwärts und rückwärts in diesem Rhythmus, wohlgemerkt, dann bist du schon super unterwegs. Sehr gut. Als nächstes drehe ich mich jetzt wieder um, gehen wir einen Wiegeschritt zur Seite, side basic. Und side, und side, und side, genau. Dabei wichtig, ich drehe mich jetzt mal so, damit du siehst, weiche Knie, locker, ja, nicht sehr aufgerichtet mit den langen Beinen, sage ich so, ganz lockere Beine und das Gewicht ist mehr auf unseren Ballen. Sehr gut. Unser Side Basic, das war Nummer 2. Und jetzt gehen wir zu dem am meisten verbreiteten Basic, das ist der sogenannte Mambo Basic. Einmal vor und einmal zurück. Wir gehen links vor und rechts zurück. Jawohl. So, die Idee ist auch, wenn wir das so ein bisschen mehr fließender machen wollen, jetzt machen wir es zueinander, dass wir anstatt schließen und schließen, damit wir ein bisschen weiter gehen, vorwärts und rückwärts, damit entsteht gleich so ein bisschen mehr Fluss und man sieht, wie Conny lächelt vor lautem Flow. Jawohl, Mambo Basic, das ist Nummer 3. Sehr gut, jetzt gehen wir zum Back Basic. Ich drehe mich wieder um, ja, und wir beginnen mit der Wiege rückwärts, nur zurück und rück. Und dabei können wir unseren Körper auch ein wenig schwingen hin und her, auch als Cumbia Basic bekannt. Genau, wir tanzen immer in demselben Rhythmus und das wäre 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 oder kurz, kurz, lang und kurz, kurz, lang. Es ist vom Vorteil, wenn wir beim Rückwärtsgehen die Ferse nicht ganz durchstrecken zum Boden, so wie ich das jetzt mache, sondern eher noch auf dem Ballen bleiben. Genau, das war Nummer 4. Back Basic oder Cumbia Basic, wenn wir das jetzt so zueinander tanzen. Genau, und das letzte und finale wäre der sogenannte Sun Basic. Ich zeig das einmal so vor. Es ist basiert auf dem Back Basic, sprich kurz und side, kurz, kurz und side. Kleine Rückwärtswiege, aber dann gehen wir leicht zur Seite. Der Oberkörper bleibt eher vorwärts. Wir schwingen nicht wie vorhin. Genau, und 1, 2, 3 und 5, 6, 7 und 1, 2, 3. Sehr gut. Und einmal noch zueinander und da. Sehr gut. Jetzt probieren wir alle fünf hintereinander zu tanzen. Ich drehe mich jetzt einmal um. Wir tanzen zuerst unseren Ur-Basic. Wir nennen ihn Ur-Basic, weil das die Grundlage ist. Side und chaka. Mambo Basic. Und Back Basic und die Musik ist aus und Sun Basic und wir haben es gerade bei den letzten Tönen geschafft, alles umzusetzen. Das heißt, diese fünf Grundschritte brauchst du für jede Salsa-Figur, um sie fließend tanzen zu können. Diese fünf Salsa-Schritte sind die wichtigsten, um für dich die Tanzfläche zu öffnen und das Salsa-Tanzen so richtig genießen zu können. Falls du noch mehr dieser Tipps möchtest, abonniere unbedingt unseren Kanal. Es kommen immer wieder verschiedene Snacks in unterschiedlichen Tanzrichtungen. Oder wenn du auch mehr Struktur haben möchtest und ein ganzheitliches Schema, dann freuen wir uns,
dich in unserer Social Dancing Academy .com zu sehen.